ihr das noch? Gewitz Center in Trouble. Das war ein richtig tolles Weihnachtsspiel, was ich gefeiert habe. Und wir haben noch ein paar Level, wenn ich mich ganz irre. Das war gerade meine Idee. Ja, guck dich das an. Wir haben hier noch 2, 4, 6, 12 Level also noch, die wir heute schön spielen können und ein bisschen dabei labern können. Das habe ich letztes Mal total abgefeuert und deswegen wird es dieses Mal weitergehen. Oh Gott. Ich bin aber ein bisschen außer Übung, glaube ich. Habe ich nie gesagt. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, aber... Ah, guck mal, ich bin doch nicht außer Übung. Ach, schön. Ich mag dieses Spiel. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich mit fast am liebsten gewonnen. Erstmal den ganzen... Das war ein bisschen doof, den jetzt Leben zu geben. Ich gebe das mal auf. Wie viel? Noch 10, okay. Oder war nochmal Health? Okay, dann das heißt, wir sind jetzt wieder gut drauf. Das Level ist relativ einfach, wollte ich gerade sagen. Jetzt kann ich erstmal noch diese 5 Pfeile hier besorgen. Ich glaube, unter dem Stein komme ich da nicht ran. An dem, nein, ich muss da über. Der kackt mir gleich ab. Oh Gott, okay, das war's. Alles klar. Das ist ein relativ schwieriges Level. Aber vielleicht safen wir erstmal den. Safen dann den. Und dann sieht die Welt schon mal besser aus. Und vor allem den auch safen. Und dabei nochmal die Leute schon mal regenerieren. Dann uns diese 5 Pfeile holen. Vielleicht dann versuchen, an ihn ranzukommen. Hier, das muss ja irgendwie machen. Oh ja. Jetzt regenerieren wir die beiden nochmal. Okay, das haben wir fast. Ja, jetzt noch den da. Das tat sicher weh. Das tat sicher noch mehr weh. Das tat sicher. Oh nein, jetzt haben wir den getötet. Oh, das ist ärgerlich. Rest in peace, okay. Aber so langsam können wir dieses Level hier. Ich mag dieses Spiel. Vielleicht erstmal den da hinten jetzt. Oh, jetzt schaffe ich es mit dem ersten, ne? Wahrscheinlich töte ich den jetzt. Jetzt ganz entspannt den nochmal 40% geben. Und jetzt herausfinden, wieder diesen Punkt herausfinden. Ganz knapp weniger. Ganz knapp, ja. Oh Gott, endlich. Hinten noch 3 Pfeile noch, ne? Also das war ein relativ schweres Level, aber geil. Ganz geschafft dann mit dem 10.000. Versuch. So. Was machen wir hier? Ich denke mal, wir machen das. Okay, ne, wir machen nicht das. Restart, okay. Wir müssen da irgendwie durchkommen. Das ist doch mies. Miese Nummer. Eine wirklich miese Nummer. Oh Gott, warum ist denn das so schwer? Ah, okay, jetzt habe ich es hier einmal geschafft. Out of Arrows, alles klar. Okay. Dann lass uns mal überlegen. Ich glaube, da könnte man rankommen, Falle V da. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt müssen wir da irgendwie durch. Jetzt haben wir diesen Pfeil. Und diesen Schuss dürfen wir jetzt nicht verkacken. Oh, sag mir nicht, dass ich... Oh, nein. Oh, nein. Das war so gut. Es war so verdammt gut. Aber okay, immerhin kriegen wir das jetzt hin. Der muss sitzen, sonst kann man neu starten. Ja, alles klar.
Okay, den ersten kriege ich mal ganz gut hin. Der ist auch easy. Einfach volle Pulle darauf. Dann wird der gesaved. Aber da müssen wir halt irgendwie da durchkommen. Ich versuche mal eine Taktik herauszufinden, dass wir das selber machen können. Ja, geradeaus und da. So schaffen wir das, okay. Alles klar. Okay, dann lass uns das mal versuchen, jetzt direkt zu schaffen. Bis dahin. Ich glaube, wir können da zwei Folgen aus diesem Spiel rausmachen. Wir haben schon 5 Minuten für diese paar Level gerade gebraucht. Aber ist ja okay, ich mag dieses Spiel. Ich kann euch das ja mal verlinken. Also nicht volle Power. Und ein bisschen weniger machen. Ah, dieses Spiel. Können wir direkt neu starten. Vielleicht hier gibt es noch einen anderen Weg. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Mausempfindlichkeit ein bisschen drunter gestellt gerade. Vielleicht ist das noch ein bisschen einfacher für mich dann. So, okay, jetzt natürlich direkt out of arrows, als wir es geschafft haben. So. Da, nicht ein bisschen Dollar. Noch ein bisschen Dollar. Oh Gott, voller Power, das mit dem muss jetzt wieder sitzen. Nee, da haben wir schon wieder verkackt, ja. Oh Gott. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich über so viel wieder reden heute, aber das ist ja. Also die Weihnachtsvideos ist ja so eine Sache. Ist klar, dass, also die werden halt wenig geklickt. Im Gegensatz zu meinen anderen Videos. Hat einfach den Grund, dass diese Spiele einfach nicht so viel zu bieten haben. Ich habe mir am Anfang gesagt, dass ich diese Weihnachtsvideos machen möchte, weil ich da Lust drauf habe. Das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. Jetzt mal kurz konzentrieren. Yes! So muss das laufen. Ich gehe mal kurz ins Menü und gucke, wie viele Level wir jetzt haben. Ja, 1, 2, 3 Level noch. Ja, das geht noch gut, kommt gut hin für diese Folge. Dann machen wir noch 2 Folgen. Dann haben wir noch eine schöne Folge für dieses Spiel. Das finde ich richtig toll. So. Was ich sagen wollte ist, ja, ich hatte immer Lust, diese Weihnachtsvideos zu machen. Aber, okay, noch ein bisschen weniger, alles klar. Natürlich werden sie nicht so heftig viel geklickt. Und jetzt haben wir das und dieser Schuss muss sitzen. Oh Gott, das war ganz schnell. Okay, das Level haben wir auch schon geschafft, das heißt, ein Level kommt jetzt hier, ne? Okay. Hey, das sieht voll einfach aus. Habe ich nie gesagt. Ach, ich habe auch nur noch einen Pfeil. Oh. Ey, das heißt, ich muss... Okay. Ja, das hätte ich vielleicht mal bedenken müssen. Schade. Okay, Restart. Okay, lass uns zuerst die 10 Pfeile da retten. Beziehungsweise... Na, wir können zuerst das machen. So. Ich sagen, dann haben wir uns die 10 Pfeile... Dann haben wir uns den. Dann versuchen wir erstmal irgendwie an so ein. Der ist bald down. Wir müssen uns wirklich konzentrieren. Okay. Level direkt mal wieder geschafft. Level 41 completed. Perfekt. So muss das sein. So. Shoot as many gifts as you can. Machen wir. Pew! Ach, ich kann das ja spammen, das vergesse ich jedes Mal. Einfach irgendwo hin spammen. Ich glaube, das ist die beste Lösung für diese Spiele. Ich weiß gar nicht, was genau die bringen, weil du schaffst hier so oder so. Ich weiß nicht, das sind so Bonus-Level. Ob die irgendwas bringen, fragt mich das nicht, keine Ahnung. Ist mega gefährlich, ich könnte hier auch gut auf diesen Menüknopf kommen gleich, aber das ist eine andere Sache. New Achievement, Purple Gift, okay, da habe ich irgendwas gewonnen gerade, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. So, jetzt ist die Timer out. Alles klar. Level 42 haben wir geschafft. Und wenn ich jetzt nochmal auf Menü drücke und gucke, dann haben wir noch eine Reihe offen. Wir haben jetzt hier 10 Minuten gebraucht. Und das heißt, wir können noch eine schöne Folge draus machen. Weil
ich dieses Spiel unglaublich liebe. Also ich muss sagen, die Google-Weihnachtsspiele, die wir jetzt die letzten Tage gespielt haben, ich habe ja relativ positiv von denen geredet. Und es ist auch so, du findest auf den anderen Weihnachtsseiten, wie auf dieser Weihnachtsseite, oder auf dieser, ist ja keine Weihnachtsseite, aber du findest einfach fast keine guten Spiele. Ich habe so viel durchgegangen, das ist so viel Bullshit, der einfach nur als Weihnacht verkauft wurde. Dieses Spiel letztendlich ja auch. Das gibt's ja auch normal und wurde einfach im Weihnachtsdesign gemacht, aber dieses Spiel macht mir Spaß. Das war das einzige Spiel, was ich gefunden habe auf so einer Browser-Seite, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich dieses Spiel auch so oft gebracht, jetzt das dritte Mal. Wir werden es ein viertes Mal bringen. Es bringt jetzt nicht übermäßig viel Klicks, es bringt keines der Weihnachtsvideos, wie ich eben schon gesagt habe. Ich habe nur viel Spaß daran, deswegen werde ich noch eine Folge draus machen. Ich habe viel Freude darauf. Auf jeden Fall, werden wir die Weihnachtsvideos bis zum bitteren Ende durchziehen. Und das sind ja auch nur noch 5 Tage. Das ist unfassbar. Dann haben wir es echt geschafft. Ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ich würde sagen, wir bringen dieses Spiel wieder das ist eine gute Frage. Am 23. Lass uns dieses Spiel am 23. bringen, das letzte Mal. Ja, das ist doch schön. Also wir sehen uns hier für dieses Spiel am 23. wieder. Und ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde ja, wie gesagt, dieses Spiel der Wahnsinn. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwann die normale Version spielen können. Ich finde das einfach so toll, das Spiel. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen.